So, Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Crash 2, Crash Bandicoot 2, Crash Insane Trilogy 2, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Crash Bandicoot 2, Quantic Strikes Back. Spieletitel sind schlimm. Crash Crush steht an. Nächstes Level, ja, wir werden es heute vielleicht schaffen, den Boss zu plätten. Durch Rutschen kannst du einigen gefährlichen Hindernissen ausweichen. Das klingt auf jeden Fall wieder nach so einem hässlichen Eislevel. Ja, ja, ich weiß, was das Level das ist. Hahaha, ha. Ein Fluchtlevel, sonst würde man ja nicht gegen Kamera laufen. Aber, ah ne, doch nicht, okay. Dann kam das doch erst später, hey. Eine bestimmte Art von, Flucht. Und ich spiele gerade wieder mit dem Control-Stick, Analog-Stick. Danke, Templer. mir ist das Wort Analog-Stick nicht eingefallen, ne? Das war irgendwie kaputt. Würde auch gerne wechseln auf... Ah, so. Hab gewechselt auf Steuerkreuz. Ah ja, dafür ist der Hinweis, ich verstehe. Muss hier gar nicht rennen. Kann ich noch langsam. Ah, warte mal. Da können wir auf jeden Fall rein. Warum muss ich das auch? Es gibt auf jeden Fall in so einem Level auch mal einen Secret Exit, von dem ich nicht mehr genau weiß, wie man ihn sich holt. Ich habe mich eigentlich geduckt. Gut Spiel. Ein bisschen zu spät vielleicht, gebe ich zu. Man muss ja auch Fehler eingestehen, ne? So, schwupp, machen wir es schnell. Womp, womp, womp. So. Ach du Scheiße, okay. Uiuiui. Ach so. Ich dachte gerade so. Ich habe irgendwie gedacht, Levelende, aber ist ja total Quatsch. Ich hoffe, ich komme wieder zu. Ach so. Okay. Ja, warum denn auch nicht, ne? Gut, ich hätte nicht mehr zurückgekommen, das gebe ich zu. Wegen dem fiesen Elektrizitätssprung. Elektrizitätssprung. Brücke stürzt ein. Was das zu bedeuten hat. Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, den Secret Exit ist es auf jeden Fall nicht in dem Level, das weiß ich. Nämlich bei einer, ja, etwas anderen Art. Ich will nicht so verraten. Ich meine, warum? Meine Spoilern. Wir flüchten irgendwann mal vor einem Eisbären, so. Vor einem fetten Eisbären, der auf uns zugerannt kommt. Und da ist auf jeden Fall irgendwie, man muss dann wieder zurück. Ich weiß nicht mehr so 100% wohin und wie, aber das finde ich schon raus. Das finde ich schon raus. Ah. Alter, die Kuh hat mich sogar weiterverfolgt. Mies. Okay. Boing. Oh. Okay. Aber egal, für so ein paar Früchte mache ich das auch gerne. Warte mal, ich will mal probieren. Nee. Okay. Ich habe jetzt auch verstanden, wie man diesen Rutsch-Drehsprung macht. Muss halt wohl X und Viereck wirklich direkt ineinander drücken. So quasi. Hui. Also ich hätte ihn jetzt auch ohne geschafft, aber ich wollte trotzdem zeigen, dass ich was kann. Jo, boff. Das ist cool. So. 1, 2, 3. Dann eben so. Meinetwegen auch. Hm. 13. Beautiful. 108 Wumpers. Das gibt doch mindestens ein Leben. So, okay. Die Kugel ist weg. Wäre ich jetzt echt weiter verfolgt worden? Man weiß es nicht so genau. Aber juckt mich nicht, weil mich interessiert nur das Bonus-Level. Alle Kisten und so. Keine Ahnung, ob wir hier überhaupt schon alle bekommen können. Oh mein Gott. Aber wir werden sehen. Aber bei Crash 1 gab es auf jeden Fall irgendwann mal am Ende von so einem Verfolgungslevel doch noch so einen Edelsteinweg. Wo man sich eigentlich denkt, ah, nee, hier nicht. Hier kann ich alle Kisten holen. Ja, Pustekuchen. Alter. Schlimm. Uah. Einmal kurz geblinzelt, plötzlich war ein Loch vor mir. Oh. Fuck. Ja. Oh, ich muss echt. Das ist übel. Ich muss da echt die Kiste kaputt. Da schließt sich die Tür. Ich muss echt die Kiste kaputt machen noch. Mit einer Arschbombe. Das ist hart. Aber gut. Geh ich hin. Irgendwie wird das schon hochgehoben. Die Stelle ist übrigens auch echt dreckig.
Okay. Aufpassen. So. Okay. Wie gesagt, eigentlich die anderen Kisten sind egal. Ich muss nur die Fertigkiste kaputt machen. Okay. Den Rest machst du ja kaputt, ne? Machst du nicht? Oh, du Arschloch. Okay. Mies. Scheiße. Ich dachte eigentlich, die Kugel würde die Kiste nur wegen der erhöhten Stabilität dieser Kiste nicht zerstören. Das liegt da, also vielleicht liegt es auch daran, aber die anderen Kisten macht auf jeden Fall nicht kaputt. Weil er nicht rankommt. Das ist dreckig auf jeden Fall. Fuck! Ja, na, oh. Das ist ja voll belastend. Hey, Leben, toll. Bam, 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 bam. Oh, ich war eigentlich schon tot, aber das Spiel war nochmal nett zu mir. So. Dann gehen wir das jetzt ganz vorsichtig an. Lass uns Zeit. Eile bringt ja nichts. Ah, springen! Oh Gott. Alle Kisten, sehr schön. Hätten wir auch das Level fertig. Ohne Zeitrelikt natürlich. Aber das ist ja, ne? Zeitrelikt zähle ich nicht. Das wird nochmal eine extra Tortur später. Plopp. Aus dem Popurchen gezogen. Den braunen Kristall. Naja, komm. Nerv mich nicht. Okay, ihr dir. Hier gibt es den weiteren Kristall. Edelstein, mein Gott. Begriffe. Aber ich glaube, ich weiß sogar, wo der ist. Ja. Hinter etwas Falschem verbirgt sich ein besonderer irgendwas. Ja, genau. Ich erinnere mich. Gut, dass ich mich erinnere, ne? So, nämlich Abwasserring-Level. Bin ein bisschen nervig. So. Ohoho. Ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen stressig. Hier gibt es auf jeden Fall auch... ja, ich erinnere mich, dass der gute Zugzui hier Probleme hatte mit einem Zeitrelikt. Ich weiß nicht, ob es hier war, aber irgendeins von diesen Leveln war echt ein bisschen bösartig. Ui. Oh. Achso. Ich dachte, man könnte die auch mit Hand kaputt machen. Ach, Schwindibus. Okay. Moment. Hui! Kann man die kaputt machen? Nee, kann man nicht. War nämlich genau hier. Pass auf. Na, gehen wir erstmal hier lang. Oh, shit. Ganz viel Nitro. Aber da hinten, da ist ja gar nichts. Warum soll man da hingehen? Wir tun es trotzdem mal, als wenn ich keine Ahnung hätte. Wenn wir jetzt einmal hier hingehen, ne? Flop! Das ist mies, wa? Einfach eine, ja, unsichtbare Wand ist nicht der richtige Begriff. Eine durchlässige Wand. Auch ohne irgendwelche, dass sich das öffnet oder so. Ganz mies. Aber ich hab's ja verstanden. So. Oh, okay. Gehen die irgendwann unter? Weiß es nicht. Ui! Ah, Edelstein. Grüner Edelstein! So, weiter geht's nicht. Das heißt, ich kann wieder zurück oder mich töten. Ich glaube, ich weiß schon, was eher passiert. Ach komm. Scheiß drauf. So. Weg mit mir. So, jetzt haben wir. Den Edelstein. Ich habe mich drauf geachtet. Habe ich ihn noch? Ja. Ich muss immer wieder überprüfen. Oh oh. Ich wollte eigentlich rutsch. Dreh. Rutsch. Dreh. Rutsch, dreh. Mein Sprachzentrum ist gerade gestorben. Auch. So. Achso, warte mal. Nee, wir müssen natürlich noch einmal hier die Kiste holen hier, ne? Die dürfen wir nicht vergessen. Ansonsten waren... Ich bin gerade doof. Dahinter waren keine Kisten, oder? Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Scheiße. Okay, ich muss das gerade mal kurz überprüfen. Nicht, dass ich jetzt doof bin. Nee, Nitro-Kisten nur.
Was ist denn da gerade passiert? Nitro-Kisten jucken mich nicht. Hä? Achso, ich bin da reingelaufen. Bin ich reingelaufen gerade? Hab ich gar nicht so realisiert. Ich finde diese Viecher da auch echt ein bisschen fies. Muss ich sagen. Die Mäuse-Verschnitte. Die sind echt ein bisschen unscheinbar, finde ich. Ist das ein Bonus hier? Nee, weil da ist irgendwie ein Fragezeichen drauf, ne? Doch. Echt Bonus? Wo ist denn dann der? Wo geht's denn dann weiter gleich? Naja, wir werden sehen. Hui! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, zack, bam. 1, 2, 3, 4, 5. Hui! So. Darauf. Habe ich alle Kisten gehabt? Oh, ich bin einfach so. Ich laufe fast blind durch. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich gehe jetzt einfach hier weiter, ne? Ja. Das sah so nach Ende aus. Warum wollte ich in ihn reinwirbeln? Aber wie komme ich denn da sonst durch gleich? Üb. Schaffe ich da doch ohne da was kaputt zu machen? Nein! Warte mal, habe ich nicht irgendwie. Nee. Oder kann ich. Nee, das geht nicht. Ups. Wie geht denn das nochmal? Hä? The fuck? Warte mal, durchrutschen. Durchrutschen. Okay. Alter, ist auch knapp, ne? Ist schon mies. Okay, keine Ahnung, wo der richtige Weg ist jetzt, ne? Das sieht mir schon sehr optional aus, irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Warte mal, ich gucke nochmal nach links. Ah, okay. Kristall, hier kann man den auch erstmals, hier geht's nicht weiter. Sehr schön. Hier kann man den auch erstmals leicht übersehen. So. Ich wollte ganz gerne eigentlich den machen, dankeschön. 18 Leben, ey. Puh, das ist nicht viel. Vielleicht sehen wir hier mal den Game Overscreen. Wäre ja auch mal was Neues. Ist übrigens in allen drei Crash-Spielen der Game Overscreen der Eiche. Schade. Oh, jetzt muss ich ja nochmal durch. Oh. Ist übrigens überall der gleiche in allen drei Spielen, wollte ich sagen. Ja. In Sahne-Trilogie. Sahne. Ja. Das war doch mal schön. Mach eine Popo-Bombe. Ich weiß, es ist keine Popo-Bombe, sondern ein Bauchklatscher, aber für mich ist es Arschbombe. Es ist und bleibt die Arschbombe. So, diesmal machst du mich nicht kaputt, du Arschloch. Hier muss ich da. Oh Gott, ey. Huiuiui. Ich hätte gerne mal wieder so ein Checkpoint. Das wäre echt nett. Einfach nur aus Gründen der Unsicherheit. Nicht da reinfallen. Das wäre ganz ärgerlich. Wir lassen uns Zeit, machen alle Kisten kaputt, weil ich kann die Wurmpass gebrauchen. Leider. Geht's da noch rein? Okay, tschüss. Hui. Ah, Checkpoint. Moment, ist hier noch im Bildschirm was? Nö. Ist mal so ein potenzieller guter Spot dafür. Okay, alle Nitro-Kisten zerdeppert. Die Äpfel sind ja richtig, sehen richtig gold aus, ey. Glänzen richtig. Gutes Vitamin C, wie Crash, keine Ahnung. Vitamin CB. Vitamin W, Bumper. Ich finde es übrigens sehr sympathisch, dass sie in der Trilogie auch wirklich den Sound der Äpfel. Der Äpfel, der Wumpass, sowohl wenn man die isst, als auch das Geräusch, wenn sie halt oben hinzugefügt werden. Das ist wirklich aus den Originalspielen übernommen haben, einfach. Einfach weil die wissen, der Sound ist so ikonisch, den müssen wir wieder benutzen. Okay. Ui. Okay. Habe ich alle? Ja. Sehr schön. Alle Kisten zerstört, ich habe es geschafft. Okay, dann kommt jetzt schon der nächste Boss, wa? Krass. Krass, krass, krass. Was war nochmal der zweite Boss? Ach ja, doch, ich glaube, ich weiß es. Die Kimonos.
Und der grüne Edelstein. Sehr schön, da darf man auch mal tanzen, finde ich. So, jetzt haben wir alle Kristalle des Raums. Kommt ein Gespräch. Jo. Zehn von 25 Kristallen. Du bist auf dem richtigen Weg. Mir geht die Energie aus, was die Kommunikation schwierig macht. Denk daran, ich zähle auf dich. Okay. Komodo Brothers, genau. Ja, in der deutschen Übersetzung damals irgendwie Kimono-Brüder hießen. Ganz komisch. So, wie funktionieren denn die nochmal? Ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf. Auf jeden Fall hatten die im Original coole Schwertgeräusche. Okay, erstmal nur wahrscheinlich ausweichen. Ja, Komodo Joe und Komodo Moe. Ah, okay. Bowling-Geräusche. Cool. Und genau hier, wenn er das macht, im Original war es immer schön richtig so frrrr, 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 frrrr. Kann das eher nicht rollen, deswegen hat es sich so komisch angehört. Okay. Warten, bis ihm, wow, schlecht wird. Wisch. Hey. Ja, Komodo Joe, Komodo Moe, Komodo Joe konnte man auch in Crash Team Racing fahren, Komodo Moe hingegen nicht, was ganz schön mies ist. Aber da haben sie in Crash Team Racing Nitro Fueled ja durch die Updates geändert, durch die Events, da gibt's den dann irgendwann. Aber nicht mehr in den Events, die ich, ich habe nicht mit gerechnet, dass er jetzt noch schwerer wirft. Scheiße. Aber nicht die Events, die ich noch auf meinem Kanal gezeigt habe. Ich mag das Geräusch. So, kommen wir gleich schon in den dritten Warp Room, wa? Gewagte Worte, vielleicht schaffe ich den Boss ja niemals in meinem Leben. Ah, ich glaube schon. Als Kind bestimmt nicht. Als Kind war ich so schlecht in Videospielen manchmal, ne? Das frage ich mich mal selber. Manchmal schaffe ich wirklich die einfachsten Bosse in Spielen als Kind nicht und bin dann nie weitergekommen oder irgendwelche Level. Aber Simpsons Hit and Run, ne? Habe ich schon als Kind irgendwann in Level 7 abgehangen. So, und Simpsons Hit and Run ist ein fucking schweres Spiel. Manchmal. Also, manche Missionen sind halt echt dreckig. Aber das habe ich immer easy geschafft. Kann mich doch nicht erinnern, dass ich als Kind mal so irgendwann ausgerastet bin. Oder so. Na gut, da habe ich dann vielleicht auch mal für eine Mission 2 Wochen gebraucht. Vielleicht war das einfach so. So, und tschüss. Alter, wie die Augen gerade rauskamen. Kein Komodo mehr. Komodo Veran oder so. Ja. So, fertig. Einfach mal ohne Worte, ne? Das ist schon irgendwie interessant. So, hoch. Nächster Warp. Warp-Raum. So. Was haben wir denn hier? Unbearable, okay. Plant Foods, see you all later. Ich mag übrigens die Wortspiele, die wir immer haben, ne? Bear Down. Road to Ruin. Ah, Road to Ruin ist doch ein Level, okay. Unbearable. Also kein Bonus-Level, würde ich sagen. Ja, oh, hier gibt's den gelben Edelstein. Wie viele fehlen uns denn dann noch? Fehlen nur noch 2 Stück. Der gelbe und gibt's hier noch einen farbigen? Nee, okay. Okay, Plant Food, wir können schon mal. Oh, never mind. Gut gemacht, Crash. Die Komodo-Brüder waren dir nicht gewachsen, aber jetzt bloß nicht übermütig werden. Es sind noch viele Kristalle zu bergen. Denk daran, die Welt zählt auf dich. Ist ja geil. Das war, glaube ich, eigentlich ein Bug. Also, eigentlich, wenn er diese Nachrichten kommt, guckt Crash ja immer so, so schockiert und guckt Cortex so schockiert an, aber gerade ist es nicht passiert, weswegen er Idle Animations gemacht hat. Erstmal da gebreakdanced und halb eingeschlafen. So lustig. Schlag den Timer um einen besonderen Edelstein zu halten. Okay. Dann wissen wir auch, was wir hier wieder zu tun haben. Ne? Wieder das gleiche Spielchen. Uff. Wir müssen gleich wieder 1 Minute lang. Ne? Komm, ich schalte der Timer wieder unten rechts. Und Temple hat mich darauf hingewiesen, dass. Ups. Dass im Original, wo das so war, dass der Timer eigentlich von Anfang an des Levels da war und erst ab da, ab dem Jetboard sichtbar wurde. Ich meine, hier ist das nicht so, weil immer 1 Minute da stand. Also wirklich in Let's Plays, die ich gesehen habe, als ich damals selber gespielt habe, habe ich immer eigentlich 1 Minute gesehen. Und das kann ja nicht sein, dass ich immer genau gleich lange gebraucht habe. Oder alle Leute auf der Welt gleich lang gebraucht haben. Deswegen, ich denke, dass sie es im Remake so gemacht haben, dass wirklich ab dem Jetboard 1 Minute Zeit ist.
Also, oh. Mano, 16 Leben, Alter. Oh. Why am I so bad in this game? Nee, eigentlich nicht, aber also geht so ein bisschen. Manchmal schon. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen... Wie ich ja schon sagte, ich glaube, die Level an sich sind wirklich ein bisschen knackiger als bei Crash 1. Aber dafür war Crash 1 halt im Original ein richtiger Hurensohn. Durch miese Speicherpunkte, durch neue Kisten sammeln und durch elendig lange Level. So, eine Handvoll. So, Checkpoint, jetzt haben wir... Okay, jetzt haben wir 1:09. Hm. Vielleicht ist es hier immer 1:09. Das kann auch sein. Aber ich werde ja eh erstmal Kisten sammeln. Das heißt, der Timer ist mir erstmal ein bisschen Schnuppe. Okay, ich würde sagen, wir machen hier ab der nächsten Folge weiter. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und ja, die wurde das nächste Mal wieder hier bei Crash Bandicoot 2. Ja, wenn wir uns auf jeden Fall beide Edelsteine holen, das kriegen wir schon hin. Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen, dass ich irgendwann Game Over gehe, weil... ey, ich lasse hier leben, ne? Naja, ist ja nicht so schlimm. Passiert. Also bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.